So, weiter geht's bei, genau, Pokémon Gold Weiß. Ist die Musik denn an? Ja. Lautstärke muss gut sein. Es geht weiter. Unser Team, Zigzags und Quapsel. Okay. Ich gehe jetzt hier weiter. Hier ist die Pension, hier kann man Pokémon züchten lassen. Ich habe jetzt erstmal vorgehabt. Warte, ich kann ja auch gleich den Affen hier vorne ablegen. Sein PC. Ungefähr jetzt immer eine halbe Stunde aufzunehmen. Aber dann immer ein zwei Paar zu schneiden, weil dann habe ich. Also ich persönlich mehr davon, weil dann habe ich mehr so den Zusammenhalt zu den. Also zu dem Spiel halt. Also dann weiß ich, muss ich nicht überlegen, was habe ich beim letzten Mal gemacht und so. Kann ich halt etwas länger aufnehmen und dann schneiden, aber nicht zu lange. Oh, schöne Trainerin. Was? Togepi überlebt sowas? Oh. Kam dann Durchbruch oder was? Oh mein Gott. Na, Elektrokind. Ach, ich wollte gar keinen Tackle machen. Oh, Statik, ich hasse dich. Egal, ich werde nach dem Kampf wieder heilen gehen im Kindergarten da. Wo ich gerade schon mal drinne war. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, Quapsel ist dann hier. Ja, spannende Musik im Hintergrund. Oh, ein Cosilla. Oh, das hält ja sehr viel aus. Ja, Cosilla halt, ne? Ist, wird er ja halt zu so diesem fetten Rosana da. So ein Teil muss ja auch viel aushalten können. So, komm, Level 19. Ja. Okay, dann gehen wir heilen. Tudum. Und kämpfe jetzt gegen die Kindergartenkinder. Oh, dich kenne ich doch. Ja, ich kenne dich. Aber es ist gerade nicht so schwer, gegen dich zu gewinnen. Ach. Mudkip. Ich habe doch einen Kommentar gekriegt, Mudkip. Ich dachte, das wäre Carpador. Hydropi. Mir wurde nämlich ein Teamvorschlag gemacht, dass ich Mudkip ins Team nehmen soll, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kriegen kann. Ich werde gleich mal schnell gucken. Wenn, dann würde ich das ins Team nehmen. Oh, jetzt treff doch. Danke. Also ich habe jetzt zwei Teamvorschläge gekriegt. Die beiden werde ich wahrscheinlich auch dann ins Team nehmen. Mudkip ist dann ein Hydropi. Finde ich sehr geil, das Teil. Weil ich so ein Pack ja auch bei Pokémon Online verwende. Oder habe ich es rausgenommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist noch. Nee, ich habe es rausgenommen, weil ich dann zwei Wasser-Pokémon drin hatte. Weil ich ja noch mal die Seedrachen drin habe. Ja, auf jeden Fall ist es sehr geil. Lala, ja, zurückgeschreckt, geil. Muss ich mal gucken, wo man die Starter fangen kann. Ich glaube, ich pausiere dann gleich mal kurz. Nachdem ich hier die ganzen Trainer gemacht habe. Oh, mir fällt gerade ein. Ich entwickle mich ja gleich. Ja. Boost, aha. Okay, noch hier der letzte und dann müsste ich mich eigentlich entwickeln. Dann kommt auch gleich der erste Doppelkampf. Freue ich mich auch schon drauf. So, ja, Akrobatik, fick dich. Treko ist Gag Arbor. Wir sind schneller als Treko. Das ist ja auch was Cooles. So, Level 20. Gleich haben wir ein wunderschönes Geradax. Ja, und noch ein dieser Samen, was uns gerade besamt mit seinen Igelsamen. So, jetzt müssen wir uns eigentlich entwickeln. Ja, what? Zigzagon ist evolving. Ja, sehr schön. Und wir erhalten ein Geradax, ein Linone. Auf Englisch, leider. So, schauen wir uns das Teil gleich mal an. Werte sind etwas besser. Ja, schon ganz okay. Eigentlich, was mich nervt, ist, dass das Speed Plus hat und Special Attack Minus. Das müsste ja eh auf normalen Angriff gehen. Okay, als nächstes wollen wir dann erstmal ein Quapurzi machen. Das heißt, du gehst jetzt erstmal ein bisschen inaktiv, bis Quapsel auf Level 25 ist und dann bist du wieder dran.
Aber erstmal hier ein Doppelkampf. Den Kumi und Ami. Und sie haben ein Plosel und ein Minun. Mach ich mal eine Watergun und ein Headbutt. Und ich hoffe mal, dass ich keine Statik kriege. Und die sind trotzdem noch schneller als wenn die Radax, was eigentlich fast unmöglich ist. Ja, Geradax ist schon sehr gut. So, Geradax, Headbutt, boom. Stimmt, dass das Quapsel schneller ist als Geradax? Die sind gleich schnell. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also das ist merkwürdig. Aber ich guck gleich mal, wo es gleich Mudkip gibt. Ich werde das Pokémon dann einfach benennen, nach dem, der mir den Teamvorschlag geschickt hat. Ach, das ist Trainerkampf. Rivale hier. Boom. So, jetzt nochmal 5 treffen, dann war's das. Nicht. Ach, danke für die Wasserattacke. Ach, warum treffe ich denn jetzt nicht mehr? Das ist ja Regentag, ne? Egal, ist ja auch gut für uns, wenn wir am Anfang einmal einen Regentag machen, wenn unsere Wasserattacken verstärkt. Ja, das Teil, das hat Robustheit. Das fände ich auch ganz cool, das Team zu nehmen, da sich das ja jetzt eigentlich so entwickeln müsste. So ein Level. Zu Brokkolos. Und dann ein Staram hier. Meine Watergun müsste eigentlich ganz schön abziehen wegen den Regentanz. Ja, Regen stoppt und dann zieht es gleich nicht mehr so viel, ne? Da sieht man mal, wie gut der Regen ist. Fail it. So. Okay. Eins hat er noch, das müsste eigentlich... Ja, tot. Boah, ich hab grad irgendwie... Halt, tut mir leid. So. Ach ja, ich habe ja jetzt so eine Liste, da stehen alle Pokémon drauf, wo man die fangen kann. Leider ist die auf Englisch. Man hat auch keine Bilder. Stehen nur halt die Namen und die Route. Da werde ich gleich mal gucken, wo man Mudkip fangen kann. Die Liste tue ich auch zum Download in die Beschreibung. Ach, das kann mich doch eben einmal riskieren oder eben Quaffeln Level abzugönnen auf Level 20. Ja, jetzt will ich einschlafen. Ja, das Wagner macht natürlich nach 0 Runden auf. Egal, macht das gleich mal so. So, jetzt hier. Egal, ich gehe von einem. Ich denke um das Blubber. Jetzt. Oh nein. Kein Level Up, war eine scheiß Idee. Oh, Vulpix. Okay, ich pausiere dann jetzt mal eben ganz kurz hier. Und schau mal nach, wo man Mudkip fangen kann. Bis gleich. Okay. Mudkip gibt es auf Route 3. Auf welcher Route bin ich? Hallo? Wo steht denn die Route? Oh, Route 3. Aber Mudkip gibt es nur in diesem speziellen Gras, was immer so aufwackelt, und zwar nur zu 5%. Genau das da hinten, meine ich. Ja, das Teil hat hier 40% aufzutauchen. Ich kämpfe auch gleich mal gegen dich, weil das sehr viel EP gibt. Ich werde dann hier jetzt eben ein bisschen nach Mudkip suchen. 5% aufzutauchen. Hoffen mal, es kommt. Ah genau, es hat doch 5%, also Mudkip, Plinfa und ich glaube, das war noch Kalimani. Ich weiß nicht, ob es hier Shigi auch gibt. Ich glaube, da stand da nicht Shigi. 690 EP. Viel, ne? Ich suche jetzt hier einfach mal ein bisschen rumlaufen, damit es vielleicht gleich... Hier hinten wäre es ein bisschen schlauer, oder weil hier noch mehr Gras ist.
Na dann ist es dumm, dann muss ich da ganz hinten reinlaufen oder so. Ich versuche mein Bestes, um Multikip zu fangen. Sagen wir, wenn ich das in 5 Minuten nicht gefunden habe, wenn der Party ungefähr zu Ende ist, dann halt nicht. Dann suche ich offscreen danach. Ach, da ist schon wieder eins. Schon wieder ein Ordoch. Weil gegen die Ordochs, die werde ich kämpfen, da die schon sehr viel EP geben. Aber das ist sehr gut eigentlich. Aber sie brauchen halt auch ihre Zeit, um besiegt zu werden. Aber ich habe die Playlist jetzt auf Zufall gestellt, das heißt, es ist zufällig, welches Lied kommt. Da habe ich keine Macht mehr drüber. Mist, das habe ich nur so gemacht. Scheiße, das wollte ich gar nicht. So, Level 21. Oh, Body Slam. 85. Ich mache mal einen Rain Dance für weg. Wer weiß, wann wir Hypnose noch brauchen. Komm, 5% ist noch viel. Ich würde mich aufregen, wenn gleich ein Plinfar kommen würde oder sowas. Weil die haben ja alle auch nur 5%. Ach genau, und Wolbat und Illumise, die haben hier auch 20%. Glaube ich. Ach, warum habe ich das Item immer noch nicht geholt? Super Potion. La 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 la, Mutkip, Mutkip, Mutkip. Obwohl, ich habe ja eigentlich schon Wasser-Pokémon, ne? Egal, Mutkip ist auch noch Boden. Also später dann. Ach, ich mach schon mal die Trainerin da hinten. Oh, Loturzel. Oh, Loturzel ist einer meiner Lieblings-Pokémon. Ich mag das. Ich mag das total. So, kämpf gegen mich, Schlampe. Oh, ein Zickzacks. Body Slam. Boom. Ja, Body Slam zieht 85. Also wirklich sehr gute Attacke. Sehr geil, dass sie keinen Rückstoß macht. So, Vulpix. Body Slam. Down. Ach, jetzt wurde ich angeschrieben. Okay. Water Gun. Ach, das ist ja Bodeneis, ne? Müsste ja nicht sehr effektiv sein. So, von den Franken nehmen wir mal eine Beere. Und ist hier vielleicht schon wieder Wackelgras? Nein. Mal fragen, was ich aufnehme. Volt White natürlich. Was denn sonst? Mutkip, Mutkip, Mutkip. Ja, jetzt ist es auch gut. Das muss ich gleich auf beschäftigt stellen. Doch, das gibt's doch langweilig, oder? Ja, Auto. Oh, jetzt komm schon. Das ist doch scheiße so. Ich will nicht pausieren, ich will das onscreen machen. Doch. Klein Mutkip. Ja, ich nehme an, ich muss es gleich auf Screen machen, weil sonst würde das wahrscheinlich zu lange dauern. Ich würde gleich eben pausieren. Level 22. Ich gehe mal ganz schnell heilen. Weil unsere Aquaknarren-AP fast leer ist. So, kommen gleich nächstes hier. Schade.
Thank you.